Ja, hallo zusammen. Spiel Auertal Rehren AR, Endstand 3-3. Kurze Spielanalyse. Ich glaube, dass Rehren AR von Anfang an so ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist. Waren sehr griffig, haben viele Läufe in die Tiefe provoziert, wo wir unsere Probleme mit hatten. Da hat man dann gesehen, dass sie vorne auch durchaus Geschwindigkeit haben mit Julian Dapesen und auch eine gewisse körperliche Präsenz mit dem Stoßstürmer. Haben lange gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind. Nach der roten Karte habe ich persönlich bei Rehren AR einen Bruch im Spiel gesehen. Habe dann gesehen, dass wir besser zum Zuge gekommen sind, haben dann auch die ein oder andere Chance uns spielen können. Bis zu dem Zeitpunkt können wir uns bei unserem Torwart Frederik Meyer bedanken, der viele, viele Dinger für uns entschärft hat. Und das auch schon letzte Woche gegen Hevesen. Dann kommen wir nach der Pause raus, haben eigentlich eine ganz gute Phase vor der Pause gehabt. Kriegen dann zwei ziemlich dämliche Gegentore, die uns so nicht passieren dürfen. Und das zieht sich durch die letzten Spiele durch. Wir haben in 4 Spielen 10 Gegentore bekommen, was einfach zu viel ist. Nichtsdestotrotz muss man der Mannschaft dann am Ende nochmal Lob aussprechen, dass sie sich davon nicht beirren lassen hat, auch dann weitergespielt hat und dann auch noch verdient zum Ausgleich gekommen ist. Und unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, dass das Remis leistungsgerecht war. Hey, Trainerlegende Günther Blume hier. Ja. Zufall oder Strategie, Günther? Nein, mein Großkind spielt in Rehren. Gianluca Blume. Und der hat dir heute gefallen? Der hat mir sehr gut gefallen. Er hat 2 Tore gemacht, aber leider nicht gereicht zum Sieg. Wäre verdient gewesen für Rehren? Ja, wenn sie mit 10 Mann kämpfen und führen 3-1, dann das muss man dann gewinnen. Was hat Rehren richtig gemacht? Richtig haben sie das gemacht, dass sie 3 Tore geschossen haben, also mindestens 1 Punkt mitgenommen haben. Aber die Chancen waren da für 10 Tore. Ja? Ja, aber Auertal hat sie am Ende gewehrt, nicht wahr? Auertal hat sich mit 11 Mann gewehrt und hat natürlich auch hier lauthals Unterstützung von den Zuschauern. Aber das ist nun mal so, das kennen wir ja, die hier immer gespielt haben. Und haben letzten Endes dann auch verdient, aber nur durch Fehler, die die TSV Rehren gemacht hat. Mhm. Wo meinst du, landet Rehren am Ende der Saison? Schwierig, ne? Ja, es ist schwierig zu beurteilen, weil wir haben jetzt schwere Gegner gehabt bislang. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass der Meier wiederkommt und dass die Truppe mal wieder vollzählig wird. Und dann müssen sie mal zusammen Fußball spielen. Ja. Julian, Latvi ist heute eine Granate, ne? Immer. Ja. Immer eine Granate. Wie macht er das? Ja, das ist ein Junge, der hat den Fußballspielen in die Wiege gelegt bekommen. Der hat wahrscheinlich einen guten Opa oder einen guten Vater gehabt. Ähnlich wie Gianluca. Ja. Okay. Ja, prima, Günther. Okay. Dann was machst du nächste Woche? Nächste Woche gucke ich, wo Rehren spielt, und dann bin ich auch wieder am Sport. Erntefest. Ja, Erntefest. Ja, die spielen nicht. Die spielen nicht, ne? Die spielen nicht, und dann werde ich mal zum TSV Hamburg. Okay, aber... Ich wohne ja in Hamburg. Okay, Fußball bleibt dir erhalten. Ja, und du, Gott Fußball. Sei Dank. Super, man, prima. Ja. Danke, Günther. Ja, bitte. Tschüss. Ja, tschüss. Philipp! Vor, vor! Felix Rau, Glückwunsch zum 3-3, der Ausgleichstreffer. Da gratulieren wir uns. Wie ist es gefallen? Ja, Philipp versucht das Ding irgendwie aufs Tor zu bringen. Er rutscht irgendwie durch, kommt von hinten rein, kann gerade so reinschieben. War glücklich am Ende des Tages, dass man hier nur 3-3 spielt. Wir haben schlecht angefangen, haben Glück, dass wir dann die rote Karte kriegen. Oder dass der Gegner die rote Karte kriegt. Ja, machen es dann in der zweiten Halbzeit trotzdem schlecht, kriegen die Gegentore und kriegen es dann halt doch am Ende des Tages irgendwie in 3-3 zu spielen. Ja, muss man jetzt mit zufrieden sein. Ne? Ist die Stimmung in der Mannschaft geknickt? Punktgewinn oder Punktverlust? Jetzt haben wir ein Spiel verloren, jetzt haben wir einen Punkt geholt, nächstes Mal gewinnen wir, ist alles gut. Okay, ne? Wo landet Auertal am Ende der Saison? Sehen wir dann. Okay, danke dir.